Buonasera. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, dieses zu Ende gehende Jahr 2013 war ein Annus Domini, ein Jahr des Herrn. So wie jedes Jahr davor und wie jedes Jahr, das kommen wird, ein Jahr des Herrn war und sein wird. Wir leben immer Anno Domini, immer in einem Jahr des Herrn, mit aller Freude und Hoffnung, mit aller Trauer und Angst. Zwischen Silvester und Neujahr gehen wir wie durch eine Tür von einem Jahr in ein anderes, in ein neues, das wir noch nicht kennen. Nur eines ist sicher: Es wird ein Jahr des Herrn sein. Wir gehen durch die Türen zwischen unseren Jahren hin zum letzten Bergenden, zu jenem Raum, in dem die Hoffnung erfüllt und die Freude groß sein wird und Angst und Trauer keinen Zutritt haben. Und wir haben das Wort Jesu gehört: Ich bin die Tür, durch die wir Zutritt haben werden zum friedlichen Miteinander in Geborgenheit. Wir haben die Ereignisse des vergangenen Jahres gehört, gesehen, von unsäglichem Leid, das kein Ende zu finden scheint. Die Welt liegt in großer Not. Die freudigen Ereignisse sind rar geblieben. Ein weltweit freudig aufgenommenes Ereignis passierte, man glaubt es kaum, an der Spitze der römisch-katholischen Kirche. Ein oberster Hirte hat aus Verantwortung einem Nachfolgenden die Türklinke zum Schafstall in die Hand gedrückt. Ich kann mich nicht erinnern, dass je ein Mensch die Welt so schlicht und gleichzeitig so liebevoll begrüßt hat, wie Jorge Mario Bergoglio mit dem ersten Wort seines Pontifikats: Buonasera, guten Abend. Es war just 12 Wochen vor dem erinnerten 50. Sterbetag des Konzilspapstes Johannes des 23. Und wer will, mag darin ein Zeichen, einen Auftrag sehen oder was auch immer. Nur das Wort Zufall fällt mir nicht ein. Ich war von diesem Buonasera und der nachfolgenden Bitte, wie er sagte, für mich zum Herrn zu beten, damit er mich segne, damit das Gebet des Volkes zum Segen für seinen Bischof werde. Mich haben diese Worte sehr berührt. Mich haben sie ähnlich berührt wie damals vor vielen Jahren, als am Abend des 11. Oktober 1962, am Tag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, gerade ein prächtiger Vollmond eben über der Peterskuppel aufgegangen war und sich das erleuchtete Fenster des Arbeitszimmers von Johannes dem 23. öffnete und Johannes voll dankbarer Freude
über diesen Tag der Konzilseröffnung zu den Menschen, die zu einem Fackelzug sich versammelt hatten, spontan sagte: Geliebte Kinder, ich höre eure Stimmen. Meine Stimme ist nur eine einzige, aber sie nimmt die Stimmen der ganzen Welt in sich auf. Und dann Worte, die erahnen lassen, dass dieses Konzil, das eben angefangen hat, wenn es nach seinem Herzen sein sollte, auch eine Botschaft zuwendender Zärtlichkeit, eine Botschaft von väterlicher, mütterlicher, geschwisterlicher Liebe enthalten soll. Er sagte weiter: Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann geht zu euren Kindern und gebt ihnen einen Gute-Nacht-Kuss und sagt: Den schickt euch der Papst. Und dann noch einmal jene Ermunterung, die so oft aus seinem Mund zu hören war und die wohl auch letztlich der innerste Kern seiner Botschaft zum Miteinanderleben der Menschen war. Er sagte es so oft: Vogliamoci bene, wollen wir einander Gutes. Bleiben wir bei diesem Wohlwollen, und wenn wir einander begegnen, nehmen wir wahr, was eint, und lassen wir beiseite, was uns trennenden Schwierigkeiten festhalten möchte. Dies und Ähnliches war oft und immer wieder seine Rede. Liebe Schwestern und Brüder, am Fest des heiligen Josef, am 19. März dieses unseres jetzt zu Ende gehenden Jahres, fand die Amtseinführung des neuen Papstes statt. Er hat diesen Tag gewählt, vielleicht auch im Wissen, dass Johannes der 23. den heiligen Josef sehr verehrt hat und wichtige Ereignisse seines Lebens, zum Beispiel die Bischofsweihe, bewusst an diesen Tag gelegt hat. Und das, woran sich heute kaum jemand erinnert, Johannes der 23., das Zweite Vatikanische Konzil, offiziell unter den Schutz des heiligen Josef gestellt hat, mit einem motu proprio. Die Predigt von Papst Franziskus bei seiner Amtseinführung handelt demnach auch von Josef als einem Hüter. Und das passt auch ganz gut jetzt in die Weihnachtszeit. Von einem, der die rhetorische Frage in der Antwort des Kain an Gott: Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Endlich in ihr Gegenteil verkehrt und sagt: Ja, ich bin der Hüter meines Bruders. Der Anspruch, Hüter zu sein, das ist die Mitte dieser Rede des neuen Papstes. Hüter sein heißt rücksichtsvoll sein wie Josef, demütig, still, beständig, gegenwärtig und absolut treu, auch an Tagen, wo er sich überhaupt nicht auskennt. Hüter zu sein in Stunden der Geburt, der Flucht, des Alltags. Die Berufung zum Hüten geht jedoch nicht nur uns Christen an, sagte der Papst, sondern alle Menschen guten Willens. Sie hören
Johannes. Alle guten Menschen, die sich heute berufen fühlen müssen, diese unsere Schöpfung zu hüten, wie es uns schon im Schöpfungsbericht aufgetragen wurde. Und wo diese Aufgabe aufgegeben werde, da stoße der Mensch die Tore zum Reich des Todes auf. Und Franziskus macht vor allem klar, wie er auch die Rolle des Papstes sieht. Die wahre Macht liegt im Dienen. Der Papst, sagt er, muss allen dienen und besonders den Armen, den Schwachen, den Geringen. So sagt er und hat dabei weder die Mitra auf, noch hält er den Papststab in der Hand. Und er sagt, man dürfe keine Angst haben vor Güte und Zärtlichkeit, vor allem den Schwächsten gegenüber. Keine Angst vor der Zärtlichkeit Josefs. Habt Mut zur Zärtlichkeit. Ein wunderbares Wort aus dem Mund eines Papstes. Ich komme jetzt aus einer ganz anderen Seite noch einmal auf das Bild von der Tür zu sprechen. Wenn Sie einmal nach Salzburg kommen, Sie werden vielleicht den Dom besuchen, dann vergessen Sie nicht, das Mittelportal dieses Domes näher zu betrachten. Es ist ein Werk desselben Künstlers, der in Rom an einem Tor der Peterskirche das schönste Denkmal für Johannes den 23. geschaffen hat. Das eindrucksvollste. Der betende Papst Johannes kniend vor einem zu Tode gefolterten Menschen. Der Künstler Giacomo Manzù, aber nicht von diesem Tor soll jetzt die Rede sein in Rom von dem, sondern von Manzus Salzburger Tür. Und er hat dieses neue Domtor, diese Tür genannt Porta dell'amore, die Pforte, die Tür der Liebe. Mit Szenen aus dem Leben von sechs Heiligen der Nächstenliebe. Aber ich möchte auch nicht von der Außenseite sprechen. Man kann sie anschauen. Aber ich möchte erinnern, dass die Innenseite wenigstens genauso interessant ist, obwohl sie sehr unscheinbar erscheint. An dieser Innenseite des Tores sind nämlich in Augenhöhe zwei Türgriffe, die mich fasziniert haben. Sie sind nämlich vergoldet, etwa drei Handbreit hoch, diese, und sind Bischofsfiguren mit den Namen Sanctus Virgilius und Sanctus Rupertus versehen. Sie verkörpern weniger diese Personen als den Typus des kirchlichen Amtsträgers. Eines Amtsträgers, der sich als Türgriff in den Dienst des Öffnens gestellt hat. Des Hereinlassens, aber auch des Hinauslassens, der die Türen durchgängig und durchlässig macht und der sich in die Hand zu geben hat, der sich von den Händen ergreifen lassen muss, der aber nicht selber die Hand ist. Und das gleiche Figurenpaar befindet sich auch am mächtigen Portalschlüssel, dessen Griff wiederum zwei Bischöfe sind. Wer mag, kann darin einen Hinweis auf eine bischöfliche Kollegialität in puncto Schlüsselgewalt auch sehen. Und wieder ein Hinweis auf die Dienstfunktion des Bischofsamtes, die aber natürlich nicht nur beim Bischof bleibt, sondern uns allen gilt. Aber da ist dann noch ein kleiner dritter Griff an dieser Tür. Und der ist gestaltet wie ein Türklopfer innen. Und so unscheinbar er ist, halte ich ihn auch für eine eminente Botschaft. Aber werden Sie sagen,
Wer anklopft, kommt doch von außen. Wozu also ein Türklopfer innen? Genau das ist die Botschaft. Also wenn einer von innen anklopft, dann will er, dass geöffnet wird, dass er hinaustreten kann oder dass man zu ihm hereinkommen kann. Dass zur gehörigen Zeit Licht, Luft und Sonne von draußen das Innere erfüllen mögen. Dieses Anklopfen von innen ist ein Anklopfen gegen die Angst. Und von Johannes dem 23. sagte einer seiner engsten Berater, was diesen Papst auszeichnet, ja, was diesen Menschen auszeichnet, das ist, er hat keine Angst. Und deshalb, so sagte dieser Berater, deshalb wird er für die Kirche und für die Welt mit diesem Konzil neue Horizonte eröffnen.